47, hier ist Diana. Wir haben die Leiche von... Ja, weiter. So, willkommen zurück zu Let's Play Hitman 2 Silent Assassin mit der, dem mittlerweile schon achten Teil vor den Toren. So, jetzt müssen 47. Wir müssen irgendwie jetzt erstmal ein Schloss nah anrücken. Ich glaube, so auf der Höhe müssen wir dann die Alarmanlagen ausschalten. So, ihr wisst, was das heißt. Wir brauchen wieder einmal Klamotten. Ich verstehe eigentlich gar nicht, warum wir überhaupt uns jetzt wieder Klamotten besorgen müssen. Wir hatten doch welche. Gut, dann machen wir, tun wir dies. So, irgendwo hier war noch eine Wache. Wo ist er? Na, wo ist er denn? Ich schaue ihm geradewegs in die Fresse. Ah, da hinten ist er. Okay. Es regt mich so auf. Speicher mal ab. Vorsichtshalber. Ich könnte ihn niederschießen, natürlich, aber das würde dann auf meine Bewertung gehen. Mit der Klavierseite ist das immer am besten. Wir beobachten mal ihn ein bisschen. Nicht, dass er jetzt dann auf einmal im letzten Moment wieder seine Richtung wechselt. Ach Mann. Nein, ich glaube, er läuft da permanent so weiter. Beischlafverweigerer, wirst gleich schlafen wie ein Stein. Jetzt! Die Fresse halt's Maul. So! Nahwachen alarmiert? Nö, glaube ich eher nicht. Die juckt das irgendwie gar nicht. Müssen wir einfach nur um diese Wachen einen verdammt großen Bogen machen. Und wenn ich sage verdammt groß, dann meine ich auch wirklich einen verdammt großen Bogen. Da oben ist ein scheiß Scharfschütze, auf den müssen wir auch achten. Wichtig ist, dass wir hier jetzt die Waffe in der Beuge halten, also in der Armbeuge, weil wir sonst zu sehr auffallen. Wir müssen nur an diesem Turm vorbei, weil da hinten ist die... Da hinten ist die... Moment. Ja, das könnte klappen. Ich speichere mal nochmal ab. Wir kennen jetzt die Position der Alarmanlage. 7. Sehen Sie sich die Karte an und passen Sie auf. Einsatzziele erreicht, okay. Okay, da hinten ist die erste. Die müssen wir als allererstes ausschalten. Ist die Frage, wie kommen wir da hoch? Ja, ich glaube, die Frage hat sich gerade erledigt. Patrouilliert eine scheiß Wache.
nochmal ab. Ja. Hat sich ausgejammelt. Großartig. Aber irgendwo muss noch eine Anlage sein, soweit wir das von hier beurteilen können. Werfen Sie einen Blick auf die Karte, bevor Sie weitergehen. Ja. Also die dritte ist auch gut versteckt, möchte ich anmerken. So, jetzt darf aber nichts mehr schief gehen. Oh, what the fuck? Seht ihr das? Ich seh's. Ja, das war's dann mit der extrem leisen Bewertung. Ja. Fuck! Ja, komm her. Vielleicht kann ich mich auch an der Wache vorbeischleichen. Und so sieht sie mich ja gar nicht. Du kannst mich mal. Yame. Großartig. Aber irgendwo muss noch. Er hat sich ausgeidentifiziert, hä? Bastard. Yame. Oh. Ich krieg hier noch ein Raster. Gut, die Wache ist weg. So, dann speichern wir hier nochmal ab. Okay, am besten ist es vielleicht, wenn wir hier außen rum gehen. Yame! Was? Wo? Monteroy! Okay, ich glaube, das ist keine so tolle Idee. Ich finde es mal wieder interessant, da laufen 1 Million Typen rum, die genauso aussehen wie ich. Und man nicht das Gesicht sehen kann. Ja? Die genauso aussehen wie ich. Und ausgerechnet ich... Ja, ausgerechnet ich werde immer überprüft. Gute Arbeit, 47. Noch eine Anlage, dann ist der Weg zum Schloss frei. Leider ist sie auf keiner Karte eingezeichnet und unser Satellit hat sie auch nicht geortet. Tja, jetzt sind Sie dran, 47. Passen Sie auf sich auf. Gut, das ist unser letzter Speicherpunkt und da oben können wir leider, glaube ich, soweit ich das beobachten kann, noch nicht rein. Oder doch? Doch, können wir sogar. Stimmt, ich glaube, hier ist die letzte Sicherheitsanlage. Wenn ich mich richtig erinnere. Boah, ist das spannend gerade. Aber Silent Assassin kriege ich nicht. Ich habe 2 Wachen getötet. Da ist die letzte. Deine Mutter!
Yame! Yame! Halt die Fresse! Wo ist der scheiß Ausgang? Wo ist denn der fucking Ausgang? Da ist der Ausgang. Ja, puh. Immerhin Profi. Gut, Freunde, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.